Ich bin Sven Kopp, ich bin 35 Jahre alt und komme aus dem Kanton Zürich. Zu meiner Vergangenheit, ich bin nach der Lehre auf Weltreise gegangen, ich wollte die Welt entdecken. Ich habe dort ein paar schockierende Sachen erlebt, die mich traumatisiert haben. Ich habe dann angefangen, Schmerzmittelmissbrauch zu machen. Und bin an einem Punkt angekommen, wo ich mich nicht mehr gerne hatte. Ich habe mich dann in die Klinik einweisen lassen, weil ich einen Heilungsprozess angestrebt habe. Und den habe ich dann gemacht. Bin jetzt auch noch dran. Ja, ich habe neue Leidenschaften entdeckt. Ich habe viel gekocht und viel gegessen. Ich bin extrem schwer geworden. Ich war vor 2 Jahren 91 Kilo. Und habe dann nachher ein neues Hobby entdeckt. Ich musste es abnehmen. Und das ist der Marathonlaufen, also wirklich Joggen über längere Distanz daraus wurde. Und da der Marathon einen extrem hohen Schuhverschleiß hat, ja, habe ich irgendwann wieder mal neue Schuhe gebraucht. Und ich bin in einer Situation in der es mir finanziell nicht so gut gegangen ist. Und ja, ich habe dann mich an einen SOS-Beobachter gemeldet. Ich habe dort einen Antrag gestellt für eine Kostenübernahme. Ich habe in dem Antrag geschrieben, dass ich neue Schuhe brauche. Und dass ich einen Teil vom Startgeld für den Zürich-Marathon nicht finanzieren kann. Und der SOS-Beobachter war so freundlich und hat mir das ermöglicht, am Zürich-Marathon das Jahr zu teilnehmen und mir auch richtige Läuferschuhe gepostet, damit ich den Marathon auch erfolgreich bestreiten kann.